Jetzt, da ich darüber nachdenke, das Frühjahr ist fast vorbei. Ja. Ich denke, es wird Zeit, sich zu verabschieden. Ja. Ihr braucht euch keine Sorgen über den Vertrag zum Schutz unentwickelter Planeten zu machen. Ihr seid nicht so das Problem und... Und? Es würde euch eh niemand glauben. Wohl wahr. Gut, es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen. Oh. Bis bald, Millie Roddick. Er sagte noch, wir werden uns nie wiedersehen und dann bis bald. Ist klar. Macht's gut, ihr beiden. Gute Reise und so. Admiral, was geht hier vor sich? Es ist mal wieder eine dieser Situationen, Kapitän. Was hat das zu bedeuten? Er fährt erstmal ganz gemütlich mit dem Förderband. Ein Schiff, das behauptet, ein Aufklärungsschiff vom Planet Farget zu sein, tauchte plötzlich im Gebiet der Föderation auf und verlangt unsere Kapitulation. Das ist diese mysteriöse Gruppe, oder? Ja. Wir haben beschlossen, mit Operation Sternstaub zu beginnen. Kapitän Ronix, man hat Ihnen die Verantwortung für diese Mission übertragen. Was genau sollen wir jetzt tun? Als unser Forschungsteam die Stelle untersuchte, an der ihr Aufklärungsschiff auftauchte, konnten wir ein Wurmloch ausfindig machen. Wenn wir da durchfliegen, könnten wir es vielleicht bis nach Farget schaffen. In Wirklichkeit wird Farget derzeit von G-Revors beherrscht, welche aus Genexperimenten erschaffen wurde, die sogar auf Farget verboten waren. Die anstehende Invasion wird fast ausschließlich durch seine widerwärtigen Anordnungen geführt. Ich verstehe. Die Unterstützung für G-Revors auf Farget ist gering und es gibt zudem viele Fraktionen, die sich gegen ihn stellen. Warum erzählen Sie mir so viel über Farget, Sir? Diese Fraktionen haben uns im Geheimen kontaktiert und die Ermordung von G-Revors erbetet. Was? Nur G-Revors, seine engsten Mitarbeiter und die Armee von Farget stehen hinter der drohenden Invasion der Föderation. Aha, verstanden. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr das Zeitportal benutzt. Aber selbst wenn wir das Zeitportal benutzen sollten, können wir unsere Waffen nicht mitnehmen und mit dem Wunsch, jemanden zu töten, würde uns das Zeitportal nicht durchlassen, oder? Nein, wir werden es für etwas anderes benutzen. Und das da wäre? Gut. Es sieht so aus, als bräuchten wir wieder die Hilfe unserer Freunde. Tja, so sieht man sich wohl doch wieder, hm? Ging schneller als gedacht. Und direkt bei der Raumschiff-Absturzstelle, ne? Ronix! Wir sagten dir, dass wir uns nie wieder treffen würden, aber... Wir wollen, dass du uns hilfst. Mit was? So, das ist, was hier los ist. Los geht's. Aber nur mit uns wird es irgendwie nicht das Gleiche sein. Mach dir keine Sorgen darüber. Hä? Wir sind ja vollständig vereint. Hey! Roddick und Millie, ich bin erfreut, euch wiederzusehen. Es freut mich, dass wir uns wieder treffen. Wie geht's euch? Ihr seid alle hier. Aber ist das wirklich richtig? Dieses Mal habe ich die Zustimmung des Admirals der Bündnisse. Es ist eine äußerst kritische Situation.
Jetzt sind wir an der Reihe zu helfen. Lass uns aufbrechen und ihnen zeigen, wer der Boss ist. Wir brauchen nur Joshua vorschicken, der macht das schon, wie wir ja schon festgestellt haben. Asmodeus hat auch einen Alleingang erledigt. Okay. Wo sind wir jetzt genau hier? Ach, seht dann. Feinde! Feinde! Was ist los? Woher wussten die, dass wir kommen? Ich würde sagen, die haben es gerochen. Oh. Houston, ich habe ein Problem. Flieg, Joshua, flieg! Das ist jetzt auch ein bisschen eine aussichtslose Situation, ne? Nee. So, jetzt will ich einmal gucken. Ich kann hier tatsächlich sogar speichern. Das hätte ich vorhin machen sollen, wo ich den Boss besiegt habe, ne? Gut. Dann speichern wir jetzt erstmal hier. Und dann belebe ich die anderen erstmal wieder. Gut. Dann dürfen wir jetzt auch eine reelle Chance haben gegen die kommenden Gegner hier. Na los. Diesmal plätten wir euch. Oh nein. So eine Challenge bei dem Boss werde ich wohl nicht machen. Wobei, eine Joshua-Challenge wäre ganz einfach, ne? Kann man so wollen. Sind aber schon ernstzunehmende Gegner hier gerade. Nur noch du hier. Perfekt. Das hätte Joshua auf jeden Fall im Alleingang nicht gepackt. So viel steht fest. Und die nächsten. Was machen wir? Noch weiter kämpfen. Auf sie! Okay. Jetzt meint ich es aber ernst. Joshua, wie wär's, wenn du dich heilst? Genau, das meine ich. Oh oh. Ich sehe gerade, der eine Angriff von diesen einen Gegner gefällt mir gar nicht. Wir machen erstmal diese Magier platt. Die nerven gerade viel mehr. Hooray! Kommen noch mehr? Oh, von oben diesmal. Wir sind umzingelt. Ja, wahrhaftig.
Dieser Bereich ist komplett abgeriegelt. Du bist umzingelt. Widerstand ist zwecklos. Ach nö. Sind wir jetzt echt gefangen genommen worden? Ja, sind wir. Sind wir etwa Versuchsobjekte jetzt? Auch das noch. Ja. Wir kriegen Hilfe? Wir sind frei! Wer bist du? Ich bin Ivina, Anführerin einer Anti-Revors-Einheit. Oh, du bist also... Ich bin Ronix J. Kelly der Föderation. Ich weiß, aber warum bringst du Roakiana mit? Sie unterstützen uns seit einer Weile. Ich schätze ihre Fertigkeiten schon seit langem und wusste, dass ich ohne ihre Hilfe die Mission nicht erfüllen kann. Verstanden. Lass uns zurück zur Stadt gehen. Nein. Wenn möglich ziehen wir direkt zu G. Revors. Hä? Jetzt ist unsere einzige Chance. Verstanden. In Ordnung. Dann zeige ich euch den Weg zur ersten Etage. Hey, warte einen Moment. Wer ist jetzt diese G-Person? Mir wurde gesagt, er sei der Grund für jedes Leid, aber habe nirgends erfahren, wieso. Ich sollte mich wohl bei euch allen entschuldigen. Wieso? Ich habe tatsächlich Anteil an all dem, was passierte. Farget ist ein trostloser Planet, auf dem es an natürlichen Ressourcen, Wasser und Pflanzen sehr mangelt. Wir haben lange Zeit Untersuchungen über Dinge wie Gentechnik und Raumfahrt geführt, damit unsere Leute auf anderen Planeten ein besseres Leben führen können. Und tatsächlich fanden wir eines Tages einen guten Platz zum Leben. Ich arbeitete in der Forschungsstation, die diese Suche betrieb. Ich glaubte, wir forschten zum Wohle unseres Volkes, aber stellte sich heraus, dass wir in Wahrheit an der Entwicklung einer biologischen Waffe zur Invasion der Erde beteiligt waren. Als ich die Wahrheit herausgefunden hatte, trat ich einer Widerstandsbewegung bei, die diesen Plan verhindern wollte. G ist das einzige erfolgreiche Ergebnis unserer gentechnischen Forschung. Die Mischung aus einem kraftvollen Körper und einem intelligenten Geist verleiht ihm eine übernatürliche Macht. Toll. Danke, Ivina, für nichts. Aber das Gefährlichste an ihm sind seine Gene. Als er erschaffen wurde, setzten die Wissenschaftler ihm zerstörerische Instinkte gegen die Erde in sein Genom. Zerstörerische Instinkte? Ja, G organisierte eine Revolution und schwang sich zum Diktator auf. Er brachte alle Forscher um, aber ihr Wahnsinn war bereits in G's Geist und Instinkte eingepflanzt, als er erschaffen wurde. Ich zweifle daran, dass G es jemals selber merkte. Wir müssen ihm ein Ende bereiten, wenn wir alle gemachten Fehler beseitigen wollen. Aber uns fehlt die Macht dazu. Deshalb benötigen wir die Hilfe seiner nächsten Opfer. Euch! Okay, los geht's! In Ordnung. Ich begleite euch ein Stück. Wie aufmerksam. Ich bete für euren Erfolg. Können wir denn wirklich nicht zurück? Doch, können wir. Weil wenn es eine Möglichkeit gibt, mich irgendwie noch aufzustocken, würde ich diese Gelegenheit noch nutzen. Okay, ich merke auf jeden Fall, die Gegner halten gut was aus hier. Joshua, ich komme. Scheiße. Zu langsam. Ich würde sagen, ich habe ein Problem. Ja.
Nächste Heilung. Na komm, Ilya auch noch. Jetzt können wir alle erstmal mitmischen. Müssen auf jeden Fall was gegen den hier oben unternehmen. Gut. Jetzt werden wir es definitiv überleben. Das reicht auch noch nicht. Sehr robuste und lästige Gegner haben wir auf jeden Fall hier. Oh ne, hier bin ich nur in diesem Raum. Okay, dann gibt es echt keinen zurück. Sind dann aber auch recht üble Aussichten hier. Ein Weg nach draußen aus diesem Turm wäre trotzdem sehr hilfreich. Gut, das ist gerade eh gelaufen. Wir wurden versteinert. Ach man, warum gibt es hier solche Gegner? Oh, warte mal. LP und NP wiederhergestellt, natürlich. Dann gibt es hier doch noch eine Möglichkeit, uns zu retten. Okay, jetzt sieht das Ganze doch wieder ein bisschen anders aus. Trotzdem gefallen mir die Gegner hier nicht. Wenn die hier auch wieder versteinern können. Fragezeichen Schutz. Sternmantel. Den bekommen Milli. Oh, was? Wir haben keine... Okay, ich wollte schon sagen... Ich habe sonst aktuell nichts Besseres, ne? Nun gut, was gibt's noch? Fragezeichen Schutz. Und saurer Saft. Brauche ich jetzt alles nicht unbedingt? Erst die Lady. Gut überlebt. Ich finde aber auch verhältnismäßig ist unser Schaden nicht gerade der höchste, ne? Okay, Joshua hat sie erwischt.
kann ja auch sehr heiter werden hier. Erst kümmere ich mich doch lieber hier um die Magier. Nur noch die Soldaten. So viele Türen? Ja, die in den Sackgasse führen. Oh nee. Da haben wir direkt schon eine Versteinerung. Ja, und ich würde sagen, ich bin so gut wie tot. Mit der Versteinerung macht das doch ein bisschen härter hier. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Wir werden hier jetzt erstmal, ja, einen Stopp einlegen, würde ich sagen, weil das wird sich wahrscheinlich sowieso noch eine Weile hinziehen. Bis ich das entsprechend zusammen habe. Und ja, würde jetzt einfach in dem Fall erstmal sagen, wir werden das Finale dieses Spiels auf jeden Fall für einen anderen Stream wohl aufheben. Weil das wird mir jetzt doch gerade zu eintönig, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, deswegen sage ich jetzt für die Leute, die sich das nachträglich ansehen, an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.